Esoterik ist heutzutage in aller Munde und es scheint, dass immer mehr Menschen sich diesem Thema zuwenden. Doch was genau verstehen wir unter Esoterik? Ist es ein Weg, der uns schnell zu Glück und Erfolg führt? Oder steckt mehr dahinter? Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was Esoterik wirklich bedeutet und warum sie kein einfacher Pfad ist, sondern ein anspruchsvoller Weg der Selbsterkenntnis. Es scheint manchmal, als würden Menschen Esoterik lediglich dazu nutzen, um mit neuen Worten und Techniken alte Lebenslügen neu zu verpacken. Sie schaffen sich ein Alibi aus wohlklingenden Theorien, um weiterhin in ihren gewohnten Mustern zu verharren, genauso wie sie es zuvor ohne Esoterik getan haben. Diese Gefahr wird besonders deutlich, wenn man sieht, mit welchen Themen Esoterik oft in Verbindung gebracht wird. Lebenshilfe, gesundes Leben, New Age, positives Denken. All das hat mit der eigentlichen Esoterik aber kaum etwas zu tun. Ja, es berührt sie nicht einmal am Rande. Esoterik ist ein uralter und sehr anspruchsvoller Pfad, den nur wenige beschreiten. Nicht, weil er absichtlich geheim gehalten wurde, nein, sondern weil nur wenige bereit sind, die Herausforderungen und Strapazen dieses Weges auf sich zu nehmen. Daher werde ich in diesem Vortrag nicht darüber sprechen, wie wunderbar dein Leben werden könnte, wenn du dich der Esoterik zuwendest, wie all deine Probleme verschwinden oder wie du glücklich, gesund und wohlhabend wirst, indem du den esoterischen Pfad beschreitest. Nein, stattdessen möchte ich die Zeit nutzen, um dir die Struktur des esoterischen Weges näher zu bringen und dir einen Überblick zu geben, was dieser Weg in seiner traditionellen Bedeutung wirklich umfasst. Ich hoffe, dass du, sobald du ein Verständnis für die Struktur dieses Weges entwickelt hast, dich auch in der Fülle an Literatur und den zahlreichen Angeboten auf dem sogenannten Markt besser orientieren kannst. Wenn ich sage, dass Esoterik ein herausfordernder Weg ist, der nicht einfach alle Probleme aus dem Weg räumt, möchte ich diese Aussage mit einem Zitat untermauern, das ich bewusst an den Anfang stellen möchte. Ein Zitat von einem Mann aus Tibet, der eine echte esoterische Tradition repräsentiert. Ich spreche von Chögyam Trungpa. Der spirituelle Weg macht keinen Spaß. Lass dich besser nicht darauf ein. Musst du aber damit beginnen, dann lege auch den ganzen Weg zurück. Denn wenn du damit anfängst und wieder abspringst, dann wird dich die Unerlässlichkeit der Aufgabe, die du hinter dir gelassen hast, die ganze Zeit über verfolgen. Soweit zu dem Zitat Chögyam Trungpas. Das Betreten des Pfades zieht uns daher in einen ständigen Wachstumsprozess hinein, was außerordentlich schmerzhaft sein kann, weil wir manchmal versuchen, den Pfad wieder zu verlassen. Wir möchten nicht voll und ganz hineingeraten. Es kommt uns zu nahe ans Herz. Aber wir sind nicht fähig dazu, dem Herzen zu vertrauen. Unsere Erfahrungen werden zu durchdringend, zu unverhüllt, zu offensichtlich. Wir versuchen dann, die Flucht zu ergreifen. Aber unser Aus dem Weg gehen ruft Leiden hervor, das uns irgendwie dazu anregt, den Weg fortzusetzen. Unsere Rückschläge und Leiden sind daher Teil des schöpferischen Prozesses des Pfades. Es geht nicht darum, wie man schnell erfolgreich, glücklich und gesund wird, sondern darum, einen Weg zurückzulegen, bis zu einem bitteren Ende, über alle Höhen und Tiefen hinaus, bis zu einem Punkt, der vielen Menschen schon Angst einjagt, wenn man überhaupt darüber spricht. Um sich überhaupt mit Esoterik auseinanderzusetzen und diesen Weg zu beschreiten, ist es notwendig,
die Erkenntnis zu akzeptieren, dass Leid untrennbar mit dem Leben verbunden ist. Menschliches Dasein ist zwangsläufig mit Leid verknüpft. Diese Einsicht ist keineswegs neu. Bereits Buddha gründete seine Lehre darauf, und auch nach Jahrtausenden hat sie nichts von ihrer Relevanz verloren. Es ist typisch, dass Menschen, die diesen Schritt nicht machen, nicht verstehen, dass Leid ein unvermeidlicher Teil des Lebens ist. Sie begreifen oft nicht, warum man so viel Mühe auf sich nehmen sollte, um einen solchen Weg zu gehen. Die Bedeutung dieses Gedankens wird vielleicht klarer, wenn wir alles, was wir tun, im Kontext unseres unvermeidlichen Endes betrachten, dem Tod, dem Ende unseres menschlichen körperlichen Lebens. Wenn wir genauer hinsehen, merken wir, dass wir unseren Alltag eigentlich so leben, als wären wir unsterblich. Natürlich wissen wir theoretisch, dass wir sterblich sind, aber sind wir uns wirklich in jedem Moment bewusst, dass wir schon morgen tot sein könnten? Wie stark wir unsere eigene Endlichkeit verdrängen, zeigt sich deutlich daran, wie ein Mensch reagiert, wenn ihm gesagt wird, dass er nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Diese Nachricht trifft ihn wie eine Katastrophe. Plötzlich stellt sich die Frage, was soll ich jetzt tun? Um Himmels Willen. Wie soll ich mein restliches Leben gestalten? Was mache ich als nächstes? Was lasse ich sein und was tue ich noch? Wie verhalte ich mich, wenn mir nur noch ein halbes Jahr bleibt? Man muss sich ehrlich fragen, woher kommt diese Aufregung? Warum sind wir so überrascht von einer Prognose wie noch ein halbes Jahr? Eigentlich sollte jeder von uns so leben, als könnte er am nächsten Morgen sterben. Denn das ist die Realität. Morgen könnte es vorbei sein. Alles andere sind bloße Hoffnungen, Wünsche und Illusionen. Diese könnten sich erfüllen, aber sie könnten auch zerplatzen. Wenn wir wirklich mit dem Bewusstsein leben würden, dass morgen könnte ich tot sein, dann würden wir viel bewusster im Hier und Jetzt leben. Jeder von uns kann sich fragen, ob er das Gleiche tun würde, wenn er wüsste, dass er morgen sterben könnte, oder ob er sein Leben in irgendeiner Weise verändern würde. Solche Gedankenspiele sind sehr aufschlussreich, um zu erkennen und nachzuspüren, wie sehr man den Tod verdrängt oder wie bewusst man mit ihm lebt. Sie zeigen, inwieweit man verstanden hat, dass der Tod unser ständiger Begleiter ist. Wenn wir den Tod als ständigen Hintergrund unseres Lebens akzeptieren, beginnen wir erst wirklich zu leben. Nicht ohne Grund heißt es in einem Kommentar zum tibetischen Totenbuch: Wer leben lernen will, muss zuerst sterben lernen. Denn erst im Angesicht des Todes, im Bewusstsein unserer Endlichkeit, bekommt unser Leben die Tiefe und Qualität, die notwendig ist, um zu verstehen, was wirklich geschieht. Anfangs erscheint alles optimistisch. Man wird geboren, wächst heran, ist in den meisten Fällen relativ gesund und beginnt irgendwann, das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Der Optimismus der Jugend erlaubt es, auch mal Fehler zu machen. Doch man lebt in dem Glauben, das bekommen wir schon hin, wir werden die Probleme lösen. Ich nehme mein Leben in die Hand, mein Schicksal, und mache jetzt etwas daraus. Dieser Optimismus schwindet jedoch im Laufe des Lebens, denn das Älterwerden bringt eine neue Dimension mit sich. Man beginnt zu erkennen, dass die Probleme sich nicht so einfach lösen lassen, wie man es einst dachte. Neue Konflikte tauchen auf und man steht immer häufiger vor schwierigen Entscheidungen. Mit jedem Jahr, mit jedem Atemzug wird uns bewusster, dass wir uns dem Tod nähern. Wir entwickeln uns zum Greis, werden hilflos und machtlos. Dabei entsteht Angst,
die wir versuchen, mit Optimismus zu verdrängen. Noch ist es nicht so weit. Ich bin noch gesund. Es gibt noch Mittel, die mich gesund und jung halten. Wir versichern uns gegen alles Mögliche, entwickeln Abwehrstrategien und magische Rituale, um nicht alt zu werden, um nicht an unsere Sterblichkeit erinnert zu werden, nicht daran, dass der Tod immer als dunkler Schatten neben uns hergeht. Wenn wir unser Leben unter diesem Gesichtspunkt betrachten, erkennen wir schnell, dass wir niemals sicher vor Krankheit sind. Egal wie weit die Präventivmedizin fortschreitet, nie sicher vor dem Alter, nie sicher vor dem Verfall, nie sicher vor dem Tod. Doch wenn wir diese Tatsachen in unser Leben integrieren, bleibt natürlich auch noch Raum für Freude, Begeisterung und viele schöne Dinge im Leben. Aber wir erkennen, dass all das Schöne und Gute seinen Preis hat, den wir durch etwas bezahlen müssen, das wir als unangenehm, als leidvoll empfinden. Diese ehrliche Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz, das Eingeständnis, dass Leid etwas ist, was wir zwar nicht mögen und nicht wollen, das aber dennoch untrennbar mit dem Leben verbunden ist, ist der erste Schritt, um überhaupt über einen esoterischen Weg sprechen zu können. Wer glaubt, dass wir alles durch ein paar funktionale Tricks lösen könnten und es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Wissenschaft alle Krankheiten und das Leid beseitigt und den Tod überwindet, ist nicht der richtige Ansprechpartner für das Thema Esoterik. Wir müssen zuerst die Realität anerkennen, der Wirklichkeit ins Auge sehen und sagen, Leben ist auch Leid. Natürlich nicht ausschließlich. Es geht hier weder um Pessimismus noch um Nihilismus, sondern darum, diese verdrängte Seite des Lebens, besonders die im Westen oft ignorierte, mit unser Bewusstsein zu holen und beide Seiten, Freude und Leid, in ihrer Gleichzeitigkeit und ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu betrachten. Wenn wir das tun, stellt sich zwangsläufig die Frage, kann man irgendetwas dagegen tun? Viele Versuche wurden unternommen, das Leid aus dem Leben zu verdrängen. Doch wenn man erkennt, dass dies letztendlich eine Selbsttäuschung ist, taucht eine tiefere Frage auf. Kann man etwas tun, um nicht in diesem leidvollen Leben gefangen zu bleiben? An dieser Stelle haben sich seit jeher die Wege der Befreiung entwickelt, die Heilswege, die Erlösungswege. Pfade, die aus der beschriebenen Erkenntnis heraus entstanden sind und sagen, es muss dennoch einen Ausweg geben. Doch dieser Ausweg führt nicht in eine isolierte Einseitigkeit von Freude und Glück, sondern durch die gesamte Polarität von Freude und Leid hindurch. Das bedeutet, die Bedingungen zu analysieren, die uns in dieses merkwürdige polare System von Freude und Leid verstricken. Wenn man das versteht, werden Wege sichtbar, die uns aus dieser Gesamtsituation herausführen. Das ist der esoterische Weg. Das ist der Heilsweg, der Erlösungsweg. Die grundlegende Problematik, die bei näherer Betrachtung deutlich wird, ist das, was man als Polaritäten bezeichnet. Dieses Thema wird oft so schnell übergangen, dass es manchen vielleicht als abgedroschen oder überbekannt erscheint. Dennoch betone ich immer wieder die Bedeutung dieses Punktes, denn letztendlich ist die Polarität das zentrale Thema unseres Daseins. Ich bin überzeugt, dass sich ein Mensch ein Leben lang, ja sogar über Jahrzehnte hinweg,
mit dem Thema Polarität beschäftigen kann und dabei immer wieder aufs Neue erstaunt sein wird, wie viel in unserem Leben von diesem einen Gesetz, diesem grundlegenden Mechanismus gesteuert wird. Wir leben in einer Welt der Polarität, in einem bipolaren Bewusstseinszustand. Alles in unserer Wahrnehmung erscheint uns als Gegensätze, die sich gegenseitig ausschließen. Unser Leben spaltet sich ständig in diese Gegensätze auf. Und wir sind gefangen in diesen Spaltungen, gezwungen, ständig Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet, dass wir immer einen der beiden Pole wählen und den anderen damit automatisch ablehnen. Genau das bedeutet Polarität. Und es führt zu der Konflikthaftigkeit unseres Daseins. Denn wenn wir keine Entscheidung treffen, bleiben wir handlungsunfähig, in der Mitte stehen, unfähig zu leben. Alles, was wir tun, basiert auf einer Entscheidung. Soll ich etwas essen oder nicht? Esse ich dies, verzichte ich auf das andere. Trinke ich Milch oder Bier? Bleibe ich sitzen oder stehe ich auf und gehe hinaus? Kaufe ich dieses Buch oder nicht? Lese ich es oder lasse ich es ungelesen? Jede unserer Handlungen ist das Ergebnis einer Entscheidung, die zwischen zwei grundlegenden Möglichkeiten wählt. Ja zu dem einen und damit gleichzeitig Nein zu dem anderen. Das bedeutet, dass wir immer nur einen Teil des Ganzen verwirklichen können. In einem Aspekt unseres Lebens bleiben wir unvollständig, denn ein Teil davon bleibt ungelebt. Genau diese Konflikthaftigkeit ist es, die sich aus der Polarität ergibt. Menschsein bedeutet, in dieser Konflikthaftigkeit zu stehen und die Spannung auszuhalten, die aus diesen Entscheidungen und den daraus entstehenden Konflikten entsteht. In unserem westlichen Weltbild herrscht die Überzeugung, dass es im Leben darum geht, das Richtige zu tun. Oder wie es so oft heißt, das Gute zu wählen. Wir versuchen, den Menschen beizubringen, du musst immer die richtige Entscheidung treffen. Bei einer Alternative das Gute wählen und das Böse meiden. Doch genau hier beginnt eine der gefährlichsten Lehren, die uns in die Sackgasse unseres Lebens führen. Diese Lehren klingen edel und plausibel, sind aber dennoch irreführend. Denn sobald wir uns für das Gute und gegen das Böse entscheiden, sagen wir Ja zu dem einen und Nein zu dem anderen. Und damit verleugnen wir einen ganzen Bereich von nicht gelebten Möglichkeiten, von Themen und Wirklichkeitseinheiten, mit denen wir uns nicht bereit sind zu identifizieren. Ja zu sagen bedeutet, ich entscheide mich, diesen Wirklichkeitsbereich zu leben, ihn zu verwirklichen und ihn in mein Bewusstsein aufzunehmen. Nein zu sagen bedeutet, diesen Bereich aus meinem Bewusstsein auszuschließen, ihn nicht als Teil meines Ichs zu betrachten. Nein, das werde ich niemals tun. Das kommt für mich nicht in Frage. Damit will ich nichts zu tun haben. Wir glauben oft, dass wir durch diese Neins von diesem zweiten Pol befreit sind. Wir denken, dass wir nichts mehr damit zu tun haben, sobald wir Nein gesagt haben. Ich habe Nein gesagt. Damit hat es sich erledigt. Es ist Sache der anderen, nicht meine. Doch das ist eine Illusion. Denn in Wirklichkeit bleibt uns das Abgelehnte treu. Polaritäten, auch wenn sie als Gegensätze erscheinen, gehören zusammen, wie jede Polarität letztendlich nur eine aufgespaltene Einheit darstellt. Ein treffendes Symbol, das du dir vorstellen kannst, ist das Tai-Chi-Symbol aus der chinesischen Philosophie des Daoismus, Yin und Yang, die schwarze und die weiße Hälfte, die zusammen einen Kreis, ein Mandala, bilden. Wenn wir uns mit etwas identifizieren und Ja dazu sagen, dann akzeptieren wir eine Hälfte, während wir die andere ablehnen. Doch diese abgelehnte Hälfte gehört untrennbar zur akzeptierten, genauso wie Plus und Minus, Tag und Nacht, Sommer und Winter oder jedes andere Beispiel, was uns dazu einfällt. Wie einatmen
und ausatmen. Das Ablehnen einer dieser Hälften löscht sie nicht aus, sondern verschiebt sie lediglich aus dem Bereich unseres bewussten Selbst. Obwohl wir sie aus unserem bewussten Ich ausklammern, bleibt sie dennoch ein Teil von uns und begleitet uns weiterhin. In der Psychologie wird dies oft als das Unbewusste oder der Schatten bezeichnet, ein Konzept, das C.G. Jung prägte. Dieser Schatten ist unser unsichtbarer Begleiter, der immer da ist und umso mächtiger wird, je weniger wir bereit sind, ihn anzuerkennen und ihn bewusst wahrzunehmen. Er ist unser Doppelgänger, unser ständiger Begleiter im Hintergrund. Diese Dynamik führt zu einer problematischen Situation. Wir identifizieren uns mit der weißen Hälfte, dem Teil, den wir als Ich betrachten, und lehnen den Rest ab, schieben ihn aus unserem bewussten Ich hinaus. Doch dieser abgelehnte Teil bleibt dennoch bei uns, manifestiert sich weiterhin in unserem Leben. Die Polarität im psychologischen Bereich drückt sich somit aus in Bewusstes und Unbewusstes, in die Tag- und Nachtseite der Seele, in Ich und Nicht-Ich. Hier nähern wir uns einem entscheidenden Punkt. Durch das Abgrenzen eines Teils der Wirklichkeit, durch das Ausschließen von etwas aus unserem Ich, erschaffen wir die Illusion einer Welt, die angeblich unabhängig von uns existiert. Tatsächlich gibt es diese objektive Welt jedoch nicht. Sie ist ein Konstrukt unseres Bewusstseins. Diese Erkenntnis mag für viele überraschend sein, da wir so sehr daran gewöhnt sind, die äußere Welt als real und unabhängig zu betrachten. Doch in Wirklichkeit erschaffen wir diese Welt durch die Projektion unserer inneren Bilder, die wir nicht in uns selbst integrieren wollen. Alles, was wir als Welt erleben, sind in Wirklichkeit nach außen hin projizierte innere Bilder, die wir nicht in uns selbst akzeptieren wollen. Wenn du darüber nachdenkst, wie sinnliche Wahrnehmung funktioniert, wird klar, dass das, was wir vor außen halten, niemals wirklich außen ist. Es sind innere Bilder, die wir projizieren. Ich weiß, dass dieser Gedanke für viele ungewohnt und vielleicht schockierend ist. Wir sind so fest davon überzeugt, dass die Welt um uns herum real ist, dass wir kaum hinterfragen, ob das wirklich der Fall ist. Man mag argumentieren, aber ich kann doch dieses Mikrofon anfassen, ich kann es messen, fühlen, es ist real. Ja, doch auch im Traum können wir Dinge anfassen, Häuser betreten, Menschen treffen, Gespräche führen. Wir erleben Gerüche, Geschmack und alles wirkt so real. Aber dennoch sind es nur Trugbilder, nichts weiter. Solange wir in diesen Bildern gefangen sind, erkennen wir ihren illusionären Charakter nicht. Im Traum erkennen wir nicht, dass wir träumen, außer vielleicht in Klarträumen. Wir müssen erst aufwachen, um zu realisieren, dass es nur Bilder waren. So ist es auch mit dem Traum, den wir im Wachzustand träumen. Alles erscheint greifbar, wahrnehmbar, real. Menschen, mit denen wir reden können, Häuser, die wir betreten können, all das ist da. Doch wie die Weisen seit Jahrtausenden lehren, kann man aus diesem Traum erwachen und rückblickend erkennen, dass es alles nur eine Illusion war. Die Welt, die wir erleben, ist eine Projektion, eine Illusion. Das mag ein schwieriges Thema sein, besonders wenn man sich zum ersten Mal damit auseinandersetzt. Aber es ist ein äußerst fruchtbares Thema. Hier beginnt der wahre esoterische Weg. Hier beginnt unsere Ehrlichkeit. Denn an diesem Punkt werden wir gezwungen, Verantwortung für alles, was uns widerfährt, zu übernehmen. In einem weit tiefer gehenden Sinne, als es in unserer heutigen Gesellschaft gelehrt wird. Wir müssen erkennen,
dass wir immer in unserer eigenen Welt leben und dass alles, was wir erleben, Reflexion unseres inneren Selbst sind. Wir sind immer allein in unserer Welt, bewegen uns im Kreis unserer eigenen Bilder und tragen damit die volle Verantwortung für alles, was uns widerfährt. Das ist der erste Schritt auf dem esoterischen Weg und er ist vielleicht auch der härteste. Verantwortung für das eigene Schicksal, die eigene Welt zu übernehmen, für das, was uns scheinbar von außen widerfährt. Die Welt, die Anforderungen, an die wir glauben, in der wir zwangsläufig leben, sind ein Produkt der Polarität, ein Produkt dieser psychischen Spaltung in Ich und Nicht-Ich. Würden wir nicht einige Bereiche aus unserer Identifikation ausschließen, gäbe es keine Welt, kein Gegenüber, kein Nicht-Ich. Das Gegenüber, das wir erleben, ist also immer ein Teil von uns, den wir nicht akzeptieren. Es ist unser Schatten, der sich in unserer Umwelt manifestiert. Umwelt ist eine Form, die unser Schatten annimmt, um sich uns zu nähern, um in unserer Nähe zu bleiben. Eine weitere polare Form, die der Schatten annehmen kann, ist Krankheit oder Symptomatik. Der Schatten wird entweder zur Umwelt oder manifestiert sich als Symptom in unserem Körper. In beiden Fällen zwingt er uns, uns erneut mit dem auseinanderzusetzen, was wir loswerden wollten, uns erneut zu stellen und es letztendlich durch einen Bewusstseinsschritt zu integrieren. So sind wir ständig aufgefordert, wieder ganz zu werden, heil zu werden. Denn wir sind gespalten und diese Spaltung, die ich als polares Bewusstsein bezeichne, ist im Kern identisch mit dem ursprünglichen christlichen Begriff der Sünde. Sünde bedeutet abgesondert sein, abgesondert von der Einheit. Sündig zu sein bedeutet nichts anderes als polar zu sein, unheil zu sein, nicht ganz zu sein. Auch der Begriff der Erbsünde bezieht sich darauf. Menschsein bedeutet, in der Polarität zu leben, in der Spaltung, im Konflikt. Wenn wir den Begriff der Sünde in anderen Sprachen verfolgen, wird es noch deutlicher. Im Griechischen wird Sünde als Hamartia bezeichnet. Hamartia bedeutet nicht nur sündigen, sondern auch das Ziel verfehlen. In vielen Kulturen steht der Punkt symbolisch für Gott, für die Einheit. Es geht also immer um denselben Bereich. Menschsein bedeutet polar sein, sündig sein, unheil zu sein, nicht ganz zu sein, in der Spaltung zu leben. Diese Polarität ist der Ausgangspunkt für unsere ständigen Konflikte, für die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen und für das Gefühl, schuldig zu werden. Die griechische Tragödie verdeutlicht diesen Zusammenhang am Beispiel von Ödipus. Egal, wie man sich entscheidet, man wird immer schuldig. Schuld, Sünde, Polarität, Unheilsein sind synonyme Begriffe. Auch wenn sie für den Einzelnen unterschiedliche Nebenbedeutungen haben. Aber in diesem Zusammenhang sollten wir sie neutral betrachten und auch verstehen lernen. Das ist der Ausgangspunkt unseres Daseins. Und gleichzeitig zeigt sich, dass Polarität existiert, weil Einheit existiert. Gäbe es keine Einheit, könnte es auch keine Polarität geben. Einheit ist das Grenzenlose, Allumfassende, das, was einfach ist. Und deswegen kann unsere Sprache es nicht beschreiben. Einheit ist die Gleichzeitigkeit von allem, was ist, in einem ausbalancierten Zustand, in einem ununterscheidbaren Zustand. Einheit kennt keine Grenzen, sonst wäre sie nicht mehr das eine. Einheit
kennt kein Sondersein. Und genau das können wir uns mit unserem Ich nicht vorstellen. Denn das Ich ist polar und unfähig, sich das Nicht-Polare vorzustellen. Aber wir wissen, dass es existiert. In uns schlummert eine Sehnsucht nach diesem ganz anderen Bewusstseinszustand, der nicht der Polarität unterworfen ist. Alle esoterischen Lehren, alle Heilswege, alle Religionen lehren ursprünglich einen Weg, der es ermöglichen soll, aus der Polarität herauszugehen und in die Einheit zu gelangen. Einheit ist das Ziel. Oft wird statt Einheit das Wort Gott verwendet. Gott ist in diesem Sinne ein notwendiger und sehr abstrakter Begriff, denn wir können über Gott genauso wenig aussagen wie über die Einheit. Wir können andere Worte verwenden, das Nichts, die Leere, das Ungeformte. Viele Begriffe sind möglich. Doch letztendlich, wir müssen uns bewusst sein, dass jede Vorstellung, die wir uns davon machen, falsch ist und nicht wirklich das erfasst, worum es wirklich geht. Denn jede Vorstellung stammt aus einem polaren Bewusstsein. Es sind Kunstworte, es sind Wegweiser, die uns in die Richtung zeigen. Es gibt jenseits dieser Form des Daseins etwas ganz anderes, etwas, das nicht der Spaltung, nicht dem Konflikt unterliegt. Die Weisen hielten es für erstrebenswert, sich aus diesen polaren Daseinsformen herauszubewegen, hin zu dieser Einheit. Wenn wir diese Einheit aber recht verstehen, dann wird vielleicht schon an dieser Stelle klar, wenn es möglich ist, dass wir sie erreichen können, dann sind wir in dem Moment, wo wir sie erreichen, nicht mehr als das Ich existent. Und das ist ein Punkt, der häufig übersehen wird. Es wird in esoterischen Kreisen viel davon geredet, sich zu entwickeln, immer besser zu werden, immer lichtvoller, immer höher entwickelt und so weiter. Doch das Hauptproblem wird dabei oft übersehen. Natürlich ist es das Ich, das diesen Weg beschreitet, denn kein anderer könnte es tun. Aber wenn dieses Ich das eben besprochene Ziel erreicht, muss es aufhören zu existieren, sonst wird das Ziel nicht erreicht. Das ist ein heikler Punkt. Ein Ich begibt sich auf den Weg mit dem Vorsatz, ich will vollkommen werden, ich will gut werden, ich will erlöst werden, aber das sind alles Träume des Ich. Jedes Ich lässt sich vorführen von der Idee, ein Super-Ich zu werden und ist bereit dafür, alles zu tun. Asketische Praktiken, strenge Diäten, das alles nimmt das Ich auf sich, wenn es dadurch nur ein Super-Ich werden kann. Doch der esoterische Weg bietet diesem Ich als Ziel nur den Tod an. Er sagt, du musst sterben, um von dir befreit zu sein. Du musst verschwinden, damit das Problem gelöst wird. Wenn das Ich dies auf dem Weg zu spüren beginnt, werden esoterische Lehren oft umformuliert und entschärft, damit es nicht so offensichtlich wird. Es werden schöne Worte um unschöne Wahrheiten gewoben, doch das Ich bleibt unversehrt. So ergeht es großen Religionen. Irgendwann werden sie verharmlost und zu netten Gemeinschaften, die Trost spenden und Mut machen. Ebenso ergeht es esoterischen Vereinigungen. Irgendwann werden die Lehren entschärft, weil das Ich Angst bekommt. Das macht den Weg so hart und so unpopulär. Es ist ein Programm zur Auflösung des Egos. Plötzlich wird das Ich sehr viel zaghafter in seiner Begeisterung und fragt sich, ob es wirklich notwendig ist, diesen Weg zu gehen, ob es nicht einfache Alternativen gibt, kleinere Ziele, die man zuerst anstreben könnte.
Hier liegt der neuralgische Punkt im System. Das Problem, von dem wir die ganze Zeit sprechen, ist das Problem der Grenzziehung, des Setzens von Grenzen. Um klarzustellen, was mit Ich gemeint ist: Das Ich ist eine grenzsetzende Funktion. Wenn ich von Ich spreche, dann meine ich im Sinne von Ego, nicht unbedingt im Sinne von Egoismus, sondern im Sinne des bewussten Erlebens. Ich bin einer und du bist ein anderer. Dieses Ich ist eine grenzsetzende Funktion, die uns unterscheidet und abgrenzt. Dieses Ich ist eine schillernde, veränderliche Erscheinung, weit weniger fest, als wir glauben. Wir neigen dazu, eine dauerhafte Identität aufzubauen. Ich bin derselbe, der vor 30 Jahren geboren wurde. Dieselbe Person, die diese Schule besuchte, diese Ehe führte, diesen Beruf ausübte. Doch in Wahrheit ist das Ich nicht unveränderlich. Es wechselt ständig, passt sich an, verändert sich. Ohne diese Veränderbarkeit gäbe es keinen Lernprozess, keine Entwicklung. Jedes Mal, wenn wir etwas Neues lernen, erweitern wir die Grenze unseres Ichs, integrieren neue Aspekte in unser Bewusstsein. Das, was zuvor im Dunkelfeld lag, wird zum Teil unseres Ichs. Doch trotz seiner Veränderlichkeit bleibt das Ich eine grenzsetzende Funktion. Dem polaren Ich gegenüber steht das, was wir das Selbst nennen. Dieses Selbst ist jedoch weit entfernt, so weit, dass es uns kaum vorstellbar ist. Wir sollten vorsichtig sein, den Begriff des Selbst nicht so leichtfertig zu verwenden, als wäre es etwas, was wir leicht begreifen könnten. Wer sein Selbst wirklich kennt, ist erlöst. Nicht mehr Teil der Welt im üblichen Sinne. Das Selbst ist ein Begriff der Einheit, fast identisch mit Worten wie Gott oder Alleinheit. Wenn wir also hören, finde dein Selbst, sollten wir uns bewusst sein, dass dies keine einfache Aufgabe ist. Es bedeutet, das Selbst zu finden, das mit allem, was ist, eins ist. Und nicht nur ein persönliches, abgegrenztes Selbst. Das Selbst enthält alles, was existiert, einschließlich unseres Schattens. Wenn also seit jeher von Selbsterkenntnis gesprochen wird, dann glauben viele, es reiche aus, sich ein wenig Gedanken über sich selbst zu machen, ein bisschen Psychotraining oder Bewusstseinserweiterung zu betreiben. Nee, dabei wird übersehen, dass wahre Selbsterkenntnis der härteste Weg ist, den man einschlagen kann. Selbsterkenntnis bedeutet, durch die Hölle zu gehen. Denn solange ich nicht durch die Dunkelheit gewandert bin, durch die unbewussten Bereiche meines eigenen Seins, kann ich mein Selbst nicht wirklich finden. Man kann Jahrzehnte, ja viele Leben damit verbringen, die bewusste weiße Seite in einem Selbst immer weiter zu polieren. Das ist durchaus etwas Gutes und die weiße Seite wird dabei immer glänzender. Doch diese Tätigkeit allein überwindet nie die Kluft zwischen dem Ich und dem Schatten. Sie macht uns nicht heil, sie überwindet nicht die Spaltung, die die Urwunde des Daseins ist. Um wirklich heil zu werden, müssen wir das zurückerobern, was wir verloren haben. Es ist jener verlorene Teil von uns, der uns in unserer Ganzheit fehlte. Viele religiöse und biblische Bilder symbolisieren diesen Prozess, wenn sie von der Wiederherstellung einer verlorenen Ganzheit sprechen. Die Rückeroberung des Verlorenen, die Integration des Schattens, bedeutet letztendlich, das Selbst zu finden, die Einheit zu erkennen. Dass das Selbst eins ist mit allem, was ist. Der Weg zum Selbst wird jedoch erst frei, wenn das, was den Blick auf das Selbst verhindert, aus dem Weg geräumt wird. Und das ist das Ich.
Es gibt eine interessante Beziehung zwischen dem Selbst und dem Ich. Das Selbst ist das, was in sich wahr ist, das, was jenseits von Zeit und Raum, jenseits von Vergänglichkeit, jenseits von allen Vorstellungen existiert, die wir haben können. Es ist reines Sein, die Einheit selbst. Dieses Selbst ist allumfassend und allmächtig. Das Ich hingegen verdrängt das Selbst im Menschen, erhebt sich auf dessen Thron und spielt eine Rolle, die es eigentlich nicht ausfüllen kann. Es strebt nach etwas, das es per Definition nie erreichen kann. Es will das Selbst sein und träumt deshalb von einer Omnipotenz, die es nie erreichen kann. Daher hört das Ich niemals auf, aktiv zu sein. Es strebt nach Kontrolle, nach Macht über alles, und je mehr es bekommt, desto mehr will es. Dieses ständige Streben nach Macht ist eine Illusion, und doch spielt das Ich diese Rolle unaufhörlich weiter. In unserer Psyche tritt das Ich als der falsche König auf, der versucht, die Rolle des wahren, unsichtbaren Königs des Selbst einzunehmen. Das Ich verursacht viel Aufruhr und lebt in ständiger Angst vor dem Selbst. Es versucht ständig, seine Herrschaft zu sichern, indem es immer neue Spiele erfindet, um uns in seinen Bann zu ziehen. Das Ich ist unser Problem. Es ist nicht böse im wörtlichen Sinne, aber es repräsentiert die Spaltung und kämpft ständig darum, seine Illusion als Wirklichkeit aufrechtzuerhalten. Es hat Angst, entlarvt zu werden. Denn das Ende der Illusion bedeutet das Ende des Ichs. Und so kämpft das Ich unermüdlich um seine Position, um seine Alleinherrschaft. Und wir folgen ihm oft, ohne es zu bemerken. Je mehr wir versuchen, dem Ich zu widerstehen, desto raffinierter werden seine Methoden. Und wir merken oft nicht, dass wir ihm nur auf eine subtilere Weise dienen. Es geht nicht darum, das Ich zu bekämpfen. Denn Widerstand würde es nur stärken. Stattdessen müssen wir uns bewusst werden, dass wir ständig seinen Einflüsterungen unterliegen. Das Ziel ist nicht, das Ich zu vernichten, sondern die Kontrolle über es zu erlangen. Das erfordert eine neue Identifikation, das heißt, die gewohnten Identifikationen mit dem Ich langsam zu durchtrennen und aufzulösen, während wir eine neue Instanz aufbauen, von der aus wir das Ich in den Griff bekommen können. Das Ich kann wie ein Reittier genutzt werden, auf dem wir den Weg zurücklegen. Es geht hier nicht um ein Gut-Böse-Konzept oder um Kampf und Feindschaft, sondern darum, in dieser schwierigen Situation so vorzugehen, dass wir das, was da ist, nutzen, ohne dessen Opfer zu werden. Je naiver wir dem Ich entgegentreten, desto mehr sind wir dessen Opfer. Je bewusster wir uns werden, je mehr wir das Ich in seinen Funktionen und in seinem ständigen Wandel betrachten, desto mehr Kontrolle erlangen wir über das Ich. Wir können es wirken lassen, aber innerhalb seines Rahmens. Das Problem liegt also in der Grenzziehung, in der Funktion des Ichs. Das Problem ist das Ich. Das Problem ist das Unterscheiden. Dieses Unterscheiden ist das, was sündig macht. Dennoch können wir nicht darauf verzichten, denn das ist die Ausgangssituation unseres Daseins und das macht den Weg so schwer. Denn was erforderlich ist, ist das Ich von seinem Thron abzusetzen, es als Illusion zu durchschauen. Eine Illusion, die durch die Spaltung in Ich und Nicht-Ich entsteht. Solange es ein Ich gibt, gibt es ein Nicht-Ich. Solange es diese Spaltung gibt, gibt es Polarität. Und solange sind wir in diesem polaren Dasein gefangen und damit im Leid. Sich von der Polarität zu lösen bedeutet,
das zu überwinden, was die Polarität aufrechterhält, nämlich das Ego, das Ich. In diesem Sinne muss das Ich irgendwann sterben. Doch Vorsicht, man sollte nicht sofort mit diesem Akt beginnen. Viele esoterische Lehren haben ihre Berechtigung, aber wenn man sie vorzeitig oder ohne die notwendigen Vorbereitungen anwendet, können sie verhängnisvolle Folgen haben. Alles hat seinen Platz und seine Zeit und man sollte es dort belassen. Versuche also nicht übereifrig, das Ego zu beseitigen oder zu besiegen, sondern sei dir bewusst, dass diese Ego-Funktionen letztendlich geopfert werden müssen und dass der Weg nur darauf abzielt. Wenn das, was wir Welt nennen, Projektionen innerer Bilder sind, wenn das, was wir als Außen oder die anderen bezeichnen, nur das Ergebnis unserer grenzsetzenden Funktion ist, dann verstehen wir, warum in der östlichen Philosophie von Maya, der Illusion, gesprochen wird. Illusionen müssen nicht verbessert werden. Sie müssen nicht verändert werden. Sie müssen durchschaut werden. Das ist der schwer verständliche Unterschied zur heutigen Vorstellung von sozialem Handeln oder Weltverbesserung. Viele Systeme wollen die Welt verbessern, aber diese Lehre besagt, dass man nichts verbessern muss, was gar nicht wirklich existiert. Die Welt ist in Ordnung. Der Mensch ist nicht in Ordnung. Und deshalb projiziert er seine Unordnung nach außen. Der einzige Weg, dies zu ändern und die Welt in Ordnung zu bringen, besteht darin, sich selbst in Ordnung zu bringen, sich den Gesetzen anzupassen, die Spaltung zu überwinden und dadurch die innere Ordnung nach außen zu projizieren, um zu erkennen, dass alles in Ordnung ist. Es geht also darum, die Welt zu durchschauen, nicht darum, sie zu verändern. Du musst den Traum nicht schlecht träumen, nicht verbessern. Es genügt, dass du aufwachst und erkennst, es war alles nur ein Traum. Deshalb wird in der Esoterik so oft vom Aufwachen gesprochen. Deshalb hat das Wachsein in allen esoterischen Traditionen eine so große Bedeutung. Es geht ums Aufwachen, ums Durchschauen der Welt und damit um die Überwindung der scheinbaren Spaltung, um die Überwindung der Sünde, wie es das Christentum ausdrückt. Oder wie Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Diese Welt ist die polare Welt, doch das Reich, das auch das Himmelreich bezeichnet wird, gehört nicht zur Polarität. Er spricht von einem anderen Daseinszustand, nicht vom Jenseits, sondern von einem anderen Zustand des Seins. Dieser Zustand ist nicht mehr das Menschsein im üblichen Sinne, sondern vielleicht das Erreichen des wahren Menschseins, die eigentliche Menschwerdung. Eine schwierige Aufgabe stellt sich. Kann man überhaupt aus dieser Gefangenschaft der Polarität entkommen? Die Lösung liegt darin, die Welt und die Formen, die sie uns präsentiert, zu durchschauen. Aber wie macht man das? Das Symbol spielt in allen hermetischen und esoterischen Traditionen eine zentrale Rolle. Es gibt viele Diskussionen und Bücher über Symbole, was zeigt, dass das Interesse an Symbolik wächst. Aber was genau ist ein Symbol? Das Wort Symbol stammt aus dem Griechischen von Symbolon, was zusammenwerfen bedeutet. Ursprünglich bezog sich dieser Begriff auf die Sitte, bei der man zur Besiegelung einer Freundschaft einen Tonring zerbrach und die Hälften aufteilte. Jeder der Freunde bewahrte eine Hälfte auf und wenn sie sich wieder trafen, konnten sie die Hälften zusammenfügen. Symbolon. Der zerbrochene Ring wurde wieder zur Einheit. Und das ist die eigentliche Bedeutung eines Symbols. Es stellt etwas wieder her, was zuvor getrennt war. Demgegenüber steht das griechische Wort Diabolon, das
auseinanderwerfen bedeutet und als das Gegenstück zum Symbolon gesehen wird. Der Begriff Diabolus, der im Lateinischen und Deutschen als Teufel bekannt ist, leitet sich von Diabolon ab. Der Teufel, der Diabolus, ist also der, der trennt, der auseinanderwirft. Wenn wir diese beiden Begriffe betrachten, sehen wir die Polarität. Das Symbolische vereint, das Diabolische trennt. Welt ist von Natur aus diabolisch. Sie ist polar. Sie ist gespalten. Das Symbol ist das Heilmittel, das das Getrennte wieder zusammenführt. Konkret bedeutet das, wir müssen begreifen, dass die Welt, die uns als Form entgegentritt, ein Symbol ist. Diese Welt ist das uns fehlende Andere, unser verlorener Teil, unserer Schatten. Um wieder eins zu werden, müssen wir uns mit der Welt auseinandersetzen, die uns entgegensteht. Die Welt ist ein Symbol. Und Goethe sagte, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Und Hermann Hesse sprach oft davon, dass alles Sichtbare ein Gleichnis ist. Welt ist ein Symbol. Welt ist ein Gleichnis. Form ist ein Gleichnis. Und genau hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt innerhalb des esoterischen Weges. Viele glauben, dass wenn die Welt der Erfahrung das Diabolische ist und es darum geht, die Welt der Form zu überwinden, um zur Einheit zu gelangen, man möglichst schnell von der Form wegrennen sollte. Böse Welt, böse Materie, hin zur guten Einheit. Aber dieser Weg führt nicht zum Ziel. Was uns auf dem Heilsweg helfen kann, was uns als Medium dient, was das Einzige ist, das uns in Verbindung bringen kann mit dem Anderen, mit der Einheit, ist die Welt der Formen. Nur müssen wir anders mit ihr umgehen. Sie muss zum Symbolon werden. Die Welt der Formen, es geht nicht darum, vor ihr zu fliehen. Vielmehr gilt es, sie als Hilfsmittel auf unserem Weg zu verwenden. Es gibt zwei Extreme, die nicht zum Ziel führen. Weltflucht oder Weltbesessenheit. Das eine Extrem ist die Flucht vor der Welt, die Askese. Das andere ist das Verhaftetsein in der Welt, die Hingabe an die Materie. Beide Wege haben ihre Grenzen. Der esoterische Weg geht die Mitte, eine ambivalente und daher schwer zu beschreibende Mitte, die darin besteht, dass man die Welt der Form weder verteufelt, noch sich ganz in ihr verliert, sondern sie symbolisch nutzt, als Kontaktstelle zum Unsichtbaren, zu den psychischen Bereichen in uns, zu denen wir direkt keinen Zugang mehr haben, weil wir das Ich dazwischen gestellt haben. Indem wir uns also dem Äußeren wieder zuwenden und es als Ausdruck verlorener psychischer Welten in uns erkennen, können wir über den Umweg der Formen wieder mit diesem Bereich in Kontakt treten. Damit möchte ich klarstellen, dass der esoterische Weg kein Weg der Weltflucht ist, sondern dass es darum geht, die Welt aufzuessen. Im Osten spricht man oft davon, die Welt zu essen. Ein Konzept, das als Boga bekannt ist. Es ist ein kraftvolles Bild, das uns daran erinnert, dass wir diese Welt nicht als Hindernis betrachten sollten, das uns von der Wirklichkeit trennt. Stattdessen ist die Welt eine Aufgabe, die wir nicht umgehen können. Eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Der einzige Weg, frei von ihr zu werden, besteht darin, sie zu überwältigen, sich ihr aktiv zu stellen und sie zu verdauen. Esoterik besteht nicht darin, sich in eine Höhle zurückzuziehen und zu meditieren. Diese Praxis mag in bestimmten Entwicklungsstadien ihre Berechtigung haben, aber wer nur dies tut, lässt Unbewältigtes zurück und wird nie wirklich frei. Er mag spirituelle Erfahrungen sammeln und Kontakt zu anderen Welten bekommen, doch wird er immer wieder in diese Existenz zurückkehren. Der Kreislauf der Polarität wird nicht durchbrochen, die Spaltung nicht überwunden. Es bleibt immer ein Rest.
Hier berühren wir den oft missverstandenen Begriff des Karma. Karma wird im Westen oft als ein Belohnungs- und Bestrafungssystem missverstanden. Für das Gute werden wir belohnt, für das Böse bestraft. Doch der Karma-Begriff ist viel tiefgründiger. Karma ist das Prinzip, dass jede Handlung, jede Bindung Früchte trägt, die geerntet werden müssen. Diese Früchte stellen sich uns in den Weg, bis wir sie überwältigt haben. Das Problem des Karmas ist, dass jede Handlung, ob gut oder böse, Karma erzeugt. Wenn es beim Karma nur um böse Taten ginge, wäre die Lösung einfach. Man müsse sie einfach vermeiden. Doch selbst gute Taten erzeugen Karma. Die Wirklichkeit, die Einheit, kennt keine moralische Trennung zwischen Gut und Böse. Diese Trennung entsteht erst im gespaltenen menschlichen Bewusstsein und bindet uns an die Polarität. Deshalb gehört es zu den ersten Schritten auf diesem Weg, die Wertung von Gut und Böse zu übersteigen. Solange wir in den Kategorien Gut und Böse denken, nähren wir die Spaltung. Der Begriff Karma lehrt uns, dass jede Verwicklung, jede Bindung Früchte hervorbringt, die wir wieder überwältigen müssen. Diese Früchte, die als Karma-Früchte bezeichnet werden, reifen uns entgegen und müssen aufgegessen werden. Wir können sie nicht umgehen oder verfaulen lassen. Solange wir noch zu einer Rose sagen, sie sei schön, oder zu einer verfaulenden Leiche, sie sei hässlich, erzeugen wir Karma. Beides bindet uns. Beides ist Ausdruck davon, dass wir noch in der Illusion gefangen sind. Es ist also wichtig, die Mitte zu erreichen. Eine Mitte, die es uns ermöglicht, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, ohne sich an sie zu binden oder sich in ihnen zu verstricken. Die Dinge sind, wie sie sind. Eine Rose ist anders als eine verfaulene Leiche, weil es eine Rose ist und das andere eine Leiche. Das alles. Jeder weitere Kommentar verwickelt uns, setzt Dinge in Bewegung, die wieder Karmafrüchte hervorbringen, die uns später begegnen werden. Der einzige Ausweg aus diesem ständigen Kreislauf der Verstrickung ist es, eine Mitte zu finden, aus der wir nicht mehr werten, aus der wir nicht mehr Ja und Nein, Ich und Nicht-Ich sagen, in der wir nicht mehr polarisieren, nicht mehr sündigen. Diese Mitte zu erreichen ist schwierig. Und sie lässt sich nicht durch fromme Sprüche oder Phrasen wie "Du musst das Gute tun" erlangen. Es erfordert eine tiefe Entwicklung, die Befreiung von der reflexartigen Tendenz, sich ständig zu verstricken und zu binden. Ich sprach von der Welt und wollte verdeutlichen, dass das, was wir als Welt wahrnehmen, von uns selbst geschaffene Früchte sind, für die wir alleine die Verantwortung tragen. Diese Welt muss aufgegessen, verarbeitet und verdaut werden, damit sie verschwindet und der Blick auf das freigelegt wird, was wirklich ist. Das ist der Weg. Oder anders ausgedrückt, wir müssen lernen, die Gegensätze zu vereinen. Das große Werk, die Conjunctio Oppositorum, die Verbindung der Gegensätze von Ich und Nicht-Ich, von Gut und Böse, von Hell und Dunkel, von Bewusst und Unbewusst, ist der Schlüssel. Wenn wir diese Gegensätze verbinden, entsteht der Ausweg aus der Gebundenheit in dieser Welt der Materie, dieser Welt der Formen. Dann haben wir die Polarität überwunden, nicht indem wir vor ihr weglaufen oder vor ihnen fliehen, sondern indem wir sie in uns vereinen. Unser christliches Bild zeigt dies auf eindrucksvolle Weise. Dennoch wird es oft nicht verstanden. Das Symbol unserer Kultur, das Kruzifix, das Kreuz, ist ein Symbol der Polarität. Welche Polarität du auch in die beiden Achsen des Kreuzes setzen magst, Raum und Zeit, Gut und Böse, Hell und Dunkel, alles passt. Es ist die Polarität von Yin und Yang, männlich und weiblich, Plus und Minus. Diese Polarität wird durch das Kreuz symbolisiert. Das Kreuz spannt die Vielheit auf, die durch die Polarität entsteht. Und jener leidende Christus
ist das Symbol für den Menschen, der an diese Welt der Vielheit gekreuzigt ist, an sie gebunden ist. Das ist der leidende Mensch, von dem ich zu Beginn sprach. Er ist festgenagelt, festgebunden an diese Welt der Vielheit. Doch da geschieht etwas mit diesem leidenden Menschen, etwas, das uns zum zweiten Kruzifix führt. In der christlichen Tradition gibt es zwei Kruzifixe, das Kruzifix des leidenden Jesus und das Kruzifix des triumphierenden Christus. Zwischen diesen beiden findet eine Wandlung statt, ein Stirb und Werde, eine Wiedergeburt im Geiste. Der alte Mensch, der noch an die Vielheit gebunden war, stirbt. Und durch diese Überwindung wird er zum Triumphierenden, zum Auferstandenen Christus, zum Selbst. Indem er das Geheimnis der Polarität entdeckt, findet er den Ausweg aus dieser Welt, genau an dem Punkt, wo sich die Polarität schneidet, am Schnittpunkt des Kreuzes. Dort wird die Zweiheit zur Einheit, dort existiert ein mathematischer Punkt, der eins ist. Das ist Gott. Das ist das Selbst. Jeder Kreuzungspunkt ist der Ausweg aus der Vielheit, aus der Polarität, aus der Sünde. Es ist der Punkt, um den sich die mystische Rose der Rosenkreuze entfaltet. Jener geheimnisvolle Punkt, den Jesus als Ausgangspunkt benutzt hat, um aus dieser Welt hinauszugehen und zu sagen: Siehe, ich habe die Welt überwunden. Das ist das Geheimnis. Er steigt nicht vom Kreuz herab, er lässt die Welt nicht hinter sich, er verrät sie nicht, sondern er überwindet sie. Er findet den Ausweg innerhalb der Polarität, nicht außerhalb von ihr. Dies ist ein entscheidender Punkt für den esoterischen Weg. Viele Menschen glauben, es wäre ein schöner Weg, wenn ich frei wäre vom Beruf, Familie und den Verpflichtungen, die ich habe. Dann könnte ich ihn vielleicht auch gehen. Aber das ist ein Missverständnis. Der esoterische Weg findet genau dort statt, wo man ist. Das sind die Karma-Früchte, die wir zur Reife gebracht haben, die sich uns entgegenstellen. Das ist die Welt, die es zu überwältigen gilt, die es zu überwinden gilt. Der Ausweg wird innerhalb dieser Welt gefunden, nicht außerhalb. Es warten keine höheren Welten darauf, mit uns in Kontakt zu treten. Es gilt, diese Welt zu essen, zu verdauen, und sie verschwindet. Dann finden wir Zugang zu dem, was wirklich ist. Wir wachen aus unserem Traum auf, aus unserer Illusion und sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Wir blicken zurück, lächeln und sagen: Es war alles nur ein Traum. Bilder, die ich projiziert habe. Und ich habe so fest daran geglaubt und war so verstrickt. Aber nun bin ich frei. Das ist das Ende des Weges. Das ist die Einswerdung, die Selbstfindung. Die Fähigkeit, auf Grenzen zu verzichten. Eins sein mit allem, was ist. Nicht nur intellektuell zu wissen, sondern es existenziell zu erfahren. Bin ich noch ich oder bin ich nicht mehr? Wie ein Wassertropfen, der ins Meer zurückkehrt und nicht mehr weiß, ob er noch existiert oder nicht. Alles wird eins. Unsere Worte versagen an diesem Punkt. Einswerdung, Verschmelzung, Alleinheit. Wovor wir oft solche Angst haben, das Alleinsein wird in dieser Erfahrung als All-Eins-Sein verstanden. Das Ziel des Weges ist also zu begreifen, dass es eine Wirklichkeit, wie wir sie uns vorstellen, gar nicht gibt. Lass mich diesen Gedanken mit einem Zitat von Inayat Khan abschließen. Ich habe Gut und Böse gekannt, Sünde und Tugend, Recht und Unrecht. Ich habe gerichtet und bin gerichtet worden. Ich bin durch Geburt und Tod gegangen,
Freude und Leid, Himmel und Hölle. Und am Ende erkannte ich, dass ich in allem bin und alles in mir ist. Danke.